20 Jahre Krefelder Verkehr ist ganz sicher eine Erfolgsgeschichte, wenn man die reinen Zahlen bewertet. Wir sind 1999 mit 169 Kindern, die im Straßenverkehr verunglückt sind, gestartet, als dieser Initiativkreis zusammengekommen ist. Jetzt sind es 73 gewesen im letzten Jahr. Das muss ein Erfolg sein. Trotzdem, auch damals sind Kinder im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das hat uns sehr betroffen gemacht, hat uns in diesem Initiativkreis zusammengeführt. Und mich persönlich macht es betroffen, dass wir auch im vergangenen Jahr ein 12-jähriges Mädchen im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule verloren haben. Das zeigt uns, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir da nicht nachlassen, sondern weitermachen. 20 Jahre Krefelder Verkehr. Krefelder Verkehr ist ein Erfolgsmodell. Wir machen jedes Jahr eine Verkehrssicherheitsaktion. Dieses Jahr ist eine Plakataktion, wo wir den Krefelder Bürger, Bürgerinnen Danke sagen wollen. Danke, dass du im Straßenverkehr auf die Verkehrssituation achtest. Danke, dass die Verkehrsregeln geachtet werden, dass der Schulweg geübt wird und dass mit dem Fahrrad auch geübt wird. Dementsprechend werden alle Plakate im Krefelder Stadtgebiet die nächsten 14 Tage an allen Bus- und Straßenbahnhaltestellen hängen, um eben auf die Aktionen aufmerksam zu machen. Denn 65% Reduzierung der Kinderunfälle seit 1999 ist schon eine große Zahl und da können wir stolz drauf sein.